Ja. Wo bin ich hier? Jetzt brennen sie. In welchem Gang bin ich hier? Warum ist hier eigentlich das? Geht. Falsch. Wo bin ich? Das ist Mann, doch Bitch des Todes. Falsch. Nein, sind zwei Creeper vom Haus. Weiter. Muss ich wohl anders rausgehen. Weiter. Erste, zweite. Der erste Gang. Erstmal mein Zeug wiederholen. Kann man nicht theoretisch das auch komplett abbauen? Bleibt komplett leer. Okay. Hier, ja, theoretisch geht das. Das eins. Ist aus. Zwei, eins. Ich denke, ich werde den Fluss hier auch mal irgendwann durchschlagen. Das ist ein ganz. Was hast du Geräusche? Und aber natürlich. Das hat jetzt mal nicht so die krasse Priorität. Leer. Ja, das ist ja dann mehr so Landschaftsdesign. Erste, zweite. Machen wir, denke ich, auch eher auf erste, Aufnahme. Zweite. Das erste. Halt auch meistens eher viel Arbeit ist. Erste, zweite, dritte, vierte, ja. Alles links. Lol. Okay, da sind doch schon ordentlich Sachen, die spawnt. Wow. Ernsthaft? Ich hätte da früher. Das ist despawned, der ist leer. Mein ganzes erste Zeug im Endeffekt. Nice. Oh, gut, dass ich Holz gefarmt hatte. Das ist jetzt wirklich wieder ganz weg. Yes. Was für Birke? Nein, ist auch keine Birke. Dann ist nicht so schlimm. Okay, also nein, ich muss jetzt nochmal zurückkommen und mich nochmal equippen. Mal ganz mal abgesehen, dass ich auch wieder kein Essen habe. Weil Alter, wie schnell die spawnen denn die Sachen seit neuestem? Oder seit neuerem? Es ist komplett leer. Holy fuck, ey. Erste, zweite. Erste, ach, eigentlich, zweite. Das kann man voll lang liegen lassen. Erste, zweite. Oh, ja. Hält sich, das hält sich. Ja, what the fuck? Der ist leer. Ich kann schon nicht mehr sprinten. Was? Haben wir noch was zu essen? Irgendwo? Ja, müsste. Erste, zweite, so. So ein Speisesaal könnten wir theoretisch auch machen. Ich weiß nicht, wie das dekotechnisch geht. Müsste man sich mal überlegen. Er beleuchtet. Vielleicht holen wir uns auch irgendwann nochmal irgendwie so einen More Items Mod oder sowas in die Richtung. Na ja. Gucken wir mal. Oh mein Gott. Flip, flip. Ich hab der ersten Kreuzung immer da. Peter, es ist nicht schön symmetrisch gebaut hier mit der Treppe. Peter war schon voll lange voll still. Ja, ich bin hier hochkonzentriert. Ja, so klingt's auch. Peter, theoretisch müssten wir jetzt hier neben der Treppe. Wie hoch soll denn der Turm noch sein? Ach, schon noch eine ganze Ecke höher, ne? Wenn wir den. Ja, doch. Wenn wir den. Ach, ich mach den hier mal höher, dann hat man das vielleicht als. Ach ja, fange ich hier an. Eins. Als Dingens. Soll ich den ein oder zwei Etagen eins. Höher machen hier? Wo bist du denn gerade? 3, 3, 4, den Vortor. Ja. 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung, guck dir an, wie es mit einem aussieht. Und wenn es dann noch nicht gut genug ist, dann musst du halt noch einen drauf. Mann, das ist jetzt echt ärgerlich, ey. Holy shit. Halt insbesondere um das Holz, was ich gerade frisch erfahren hatte. So ein Bullshit aber auch. Ja, ist dunkel, oder? Was? What the fuck is going on? So. Der erste bleibt dunkel. Der bleibt dunkel. Dunkel, sag ich. Das ist ziemlich ekelhaft, wenn Fackeln drinstehen, aber die eigentlich nicht drinstehen sollen. Was ist denn das hier? What the fuck? Wenn ich. Kommen wir mal lieber so oder noch eins höher? Das ist ein Kack-Silberfischchen-Monster, ne? Ja, ist ein. Ich bin. What the fuck?
Hier ist was. Drei. So. Erste. Weiter. Oh, ich sterbe hier eine Fackel. What the fuck? Das hat keinen Sinn. Oh. Ja, doch, das ergibt Sinn. Ich brauche mal ein Schwert. Nice. Erstmal, dass ich mir selber ein Schwert gekraftet habe. Oh, ich brauche schon ja noch eine Axt. Ja, wobei, das ist ja auch mit dem Achievement-System. Ja, das ist ja so. Ein bisschen, dass du halt die auch immer erst kriegen kannst, wenn du das Vording hast. Das auch, ja. Ich würde, glaube ich, sogar noch einen draufsetzen. Mach das doch. Erste Kreuzung komplett dunkel, ja. Zweite Kreuzung. Deiner hin. Erste. Zweite. Wie gibt das Sinn? Ist das jetzt schon wieder dunkel am werden oder was? Nee. Muss gerade am Tag werden. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich gerade schon wieder bitte beschweren, ey. Ah, oh, ist das schön hell. So, ja. Bei der zweiten. Okay, dann kann man hier theoretisch auch einen Raum draus machen. Eins, nein, zwei, oh mein Gott! Ey, ohne Spaß, das ist doch nicht mehr lustig gerade. Der was weggesprengt? Ja, erste Kreuzung, hat der was weggesprengt. Zweite Kreuzung. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Das mach ich jetzt aber nicht. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Kann ja nicht jedes Mal, weiß ich, kann ja nicht jedes Mal, Nacht, hey, ich versteck mich und warte bis Tag ist. Und dann am Tag sprengt irgendwas weg und ich repariere den ganzen Tag das, was er weggesprengt hat. Das ist nicht so produktiv hier alles. Mensch, ey. So. Erste Kreuzung dunkel, zweite hell. Dritte Kreuzung dunkel, dritte hell. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Ich war mich gerade konzentriert. Fick dich. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Fünfte Kreuzung. Zweieinhalbte Kreuzung, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin. Da ist 9 3/4. Hier ist alles hurensohnmäßig, hurensohnmäßig. Was? Immer diese Hurensohne. So, jetzt bin ich ungefähr da, wo das Sprungloch runtergehen würde. Und teste mal. Nee. Und ich bin so weit weg, dass ich auf der Karte nicht mal annähernd noch sehe, wo du bist. Erste dunkel. Zweite hell. Kreuzung, zweite Kreuzung. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Erste Kreuzung. Zweite Kreuzung. Ich hoffe Musik? Nee. Ich hab gerade Musik. Musik. Nö, das ist meine Musik gerade. Er sagt schon, hä, seit wann spielt Minecraft? Wo hat er denn... Aber es hat er nur außen was weggesprengt, oder? Im Berg. Nicht, also die Burg nicht selber. Der war weit außerhalb der Burg. Ich war halt gerade am runtergehen, so. Trotzdem doof. Ja, komm, das geht jetzt. Von da. So, ich brauche eine... Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Komm, jetzt machen wir erste bitte. Kreuzung, zweite Kreuzung. Ja, guck, was? Willst du dann gleich senkrecht nach unten graben? Warte, ich muss erstmal mit diesem Fackelwirrwarr fertig werden. Die sehen richtig aus. Erste, zweite, dritte, vierte, ja. Hier stehen die. Ich war hier. Stimmt, hier bin ich ja nicht mal ganz fertig geworden. Stimmt, Fackeln habe ich jetzt auch keine mehr. Bitte? Ist das alles ein Morgs? Peter, ich glaube, ich habe alles. Was ist denn das für Fackeln? Licht, Licht, Licht. Warum ist hier alles voller Licht? Ja, das ist richtig, okay. Wenn übrigens irgendwer Karotten finden würde, ne? Könnte ich die ja auch anbauen. Oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes, was man noch anbauen kann. Was nicht Weizen oder Kartoffeln sind. Jetzt bin ich mit Petersgang dran. Auch Sinn? Ja, du hast deinen nur an die Boys, Gang nicht symmetrisch an unseren gebaut, die morgen arbeiten müssen, ne? Um 11:45. Ich hab gefurzt. Und ich hab morgen einen Bahnarzttermin. Easy. Hab mich für den ganzen Tag blocken lassen. Ne,
Na sicher, Toki. Ja, ich muss morgen mega spät erst raus. Gut. Ich wollte nur mal 16 Uhr Vorlesung. Nur mal gesucht haben. Also ich hab mich theoretisch blocken lassen, wenn ich also morgen frei. Toki, ja, was meinst du mit symmetrisch falsch? Ja, ich habe das jetzt auf den beiden Seiten so gemacht, wie du es, also du hast es glaube ich in der Länge gemacht, in der Symmetrie, ich habe es in der Breite gemacht. Stark. Fuck this shit. Das heißt, du darfst jetzt alles, was ich hier gerade gebaut habe, darfst jetzt noch umblenden. Richtig. Nice. Jetzt muss ich erstmal wieder rechnen, was hier wird. Also erste, zweite. Also erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Ich bin sehr spannend, was er da macht. Erste Kreuzung, zweite Kreuzung. Keine Sorge, ist ein ganz kurzer Gang. Vor allem, du hast einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nicht nach links. Dann machen wir es vorne. Eigentlich ist das voll das simple System, ne? Ja. Das ist voll nicht simpel, das ist voll anstrengend. Erste, zweite. Erste, zweite. Erste, zweite. Zweite. Erste. Zweite. Erste, zweite. Erste, zweite. Erste, zweite. Erste. Das kann nicht sein, dass es schon wieder dunkel wird. Ich hab nichts geschafft. Zweite. Erste. Ja, du bist ja auch gerade erst angekommen, theoretisch, oder? Erste. Zweite. Erste. Oder nicht? Zweite. Das ist. Bin ich auch theoretisch gerade erst angekommen? Zweite. Ja, also ja, ich bin noch nicht so lange da. Um ein bisschen Holz gefahren und so. Aber das kann doch nicht, dass ich hier halt nichts hinkrieg. What the fuck? Wie macht er denn hier so einen krassen Shit? In der Länge. Hat mich irgendwann noch mal einer ein bisschen Birkenholz vorbeigebracht, ne? Weiter. Okay, hast du jetzt irgendwo schon richtig aufgestellt? Ja, der Gang, wo du gerade durchguckst, ist mir. Die sind richtig. Ach so, also einfach in dieser Richtung jeden zweiten. Genau. Jetzt muss ich einmal legen. Boah, es war schon auch ganz schön düster hier, wenn es. Das sind die Vierer. Und das sind zurück die... und guck mir aus der Ferne an, wie der Wasserfall jetzt aussieht. Oh, 3, 4, 1. Okay. Das sind die Vierergänge. Was hat er gerade das Geräusch gemacht? Welches Geräusch? Ich glaube, hier ist eine Spinne reingeklettert. Das sind die Vierergänge. Dagegen sind wir natürlich noch nicht gewappnet. Na gut, aber da kannst du auch dich schwer gegen wappnen. Also. Außer dich, naja, du kannst halt so einen Übersprung gehen. Machen, ne? Ja, theoretisch, das geht schon. Aber gegen Spinnen. Das ist sogar. Oh, das ist eigentlich sogar viel schöner. Oh, oh mein Gott. Und wir werfen das ganze Design wieder über den Haufen. Nee, weißt du, was ich machen würde? Ja. Okay. Beziehungsweise weißt du, was ich meine mit, das ist viel schöner? Na. What the fuck? Was wie soll ich denn aus dem Satz? Was? Das ist viel schöner darauf schließen, was du machen willst. Oh. Keine Ahnung. Pass auf. Wir machen den Wehrgang auf die Ebene, wo die Mauer jetzt ist, quasi auf die Mauer drauf. Und dann erste. Machen wir so ein mit Treppen quasi so ein Vorbau. Seite. Okay. Vorbau. Weißt du, was ich meine? Ich mag auch Vorbau. Dann brauchen wir auch gar nicht so viele. Stimmt gut. Ah, der Wasserfall. Das ist jetzt die Spinne hier. Hallo Spinne, hallo. Der Wasserfall ist schön, das gefällt mir. Wenn ich senkrecht nach unten grabe, dann nehme ich am besten nur eine Spitzhacke mit und sonst nichts, ne? Ja, wahrscheinlich ist das am besten. Dann lasse ich Toki mal hier arbeiten. Hier ist die Treppe. Weil dann können da nämlich legit keine Spinnen mehr hochklettern. Toki, soll ich mal um die Treppe rum ein bisschen mehr weghauen? Dann siehst du es auf der Minimap besser, oder? Was zischt hier weiß, so? Wenn wir das jetzt hier um die Treppe wegmachen, dann ist euch alles wieder asymmetrisch. Oh mein Gott, Luki, hast du mich gerade erschreckt. Hallo. Naja, das ist ja sowieso... Du machst einfach.
Ich so, was ist das für ein Entenmann? ich hab theoretisch also, einfach immer dort asymmetrisch gemacht, hier, wo die Kreuzung anfängt. Alter. Also hier und hier fängt immer die also, alle Zinnen wieder wegmache. So. Du hast quasi hier doppelt gemacht. Und dann? Ja, weil hier halt die Kreuzung neu anfängt. Also aber auf der rechten Seite die Kreuzung ist hier der Symmetriepunkt. Und auf die linke Seite hier ist hier der Symmetriepunkt. Dann hätten wir auch hier einen Dreiergang machen können. Hier mal Stone Slabbies drauf. Hätten wir machen können. Ja, dann setzt das dann so raus, quasi. Und dann mache ich hier in die Kante von außen Treppen rein. Also, ja doch, das ist, sieht glaube ich ziemlich geil aus. Und dann machst du hier die Zinnen drauf, richtig? Also genau. Hier. Ja doch, das finde ich legit. Finde ich gut. Zeine ich so ab. Ja, warte, ich mache hier weiter. Ich bin verwirrt, Peter. Ah, das sollte man dann oben an den Turm auch machen, oder nicht? Ja, jetzt guck mal auf der Minimap, jetzt kannst du doch da viel mehr sehen. Ja. Das stimmt. Da halt die Idee. Ach, YOLO-Peter, YOLO. Das ist der YOLO-Peter. Nice. Und wir gewinnen halt relativ viel Platz im Innenhof, so, ne? Hm. Ah, Geist, das ist der Erdnussstiele. Was machst du für ein Müll? Der Erdnussstiele, den kennst du nicht. Aber das Problem ist natürlich... Der Erdnussstiele. Huch und so. Easy. Mach ich das denn dann auf die Höhe, wo ich dir das jetzt gezeigt habe, oder mach ich es einen tiefer? Was denn? Die Slabbies. Ach so. Also wenn du es jetzt einen höher machst, dann machst du ja im Endeffekt die ganze Mauer eins höher, ne? Ja. Das würde ich aber auch so machen. Das ist, glaube ich, okay. Ja. Das ist nur die Frage, ob ich die Slabbies dahin mache, wo sie jetzt sind. Oder einen halben tiefer oder einen ganzen tiefer. Na gut. Hast du denn den Innenring hier drin? Nein. Der kommt dann raus. Hm. Aber einen halben tiefer wäre eigentlich optimal, ne? I guess. Das Problem ist natürlich für einen halben tiefer. Für einen halben tiefer muss ich natürlich. Stone Brick Slabs machen. Stone Brick Slabs. Ja. Das wäre wohl angemessen. Das mache ich aber, glaube ich, auch. Okay. Ja. An welcher Stelle muss ich denn jetzt runtergraben, damit es nicht unsymmetrisch wird? What the fuck, keine Ahnung, Alter. Also ich stehe jetzt halt oben. Erstmal 60. Ey, warum ist jetzt hier auf jeder Kreuzung an? Ich glaube, ich erhänge. Fuck, das ist shit. Was macht ihr so eine Philosophie draus, um Fackeln zu setzen, Alter? Warte, das ist das Erste. Oh, da beim Zweiten ein. Erste, Zweite, ja, das ist richtig. Ich guck jetzt nochmal unten. Dann schlägt man auch hier so... Bäger muss dunkel sein. Mach erstmal alle Fackeln weg, wenn hier gleich irgendwas auftaucht, Alter, okay. Nein, das wird schon. Was? Dann schlägt man hier an dem Turm so eine Wand durch, oder? Ach. Also. Was? Ne, ist alles okay. Da spricht er dann vorbei. Was? Das könnte auch daran liegen, dass ich nicht zuhöre. So. Das sind doch die Zweiergänge. Eins, zwei. Erste, zweite. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwas nicht. Ich hoffe nicht, dass Erste, zweite. Der Gang ist richtig.